Hallo liebe SCP-07-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 360 Grad und ich stelle mich heute 10 Fragen von Fabian. Robin, seit über einem Jahr bist du Vater einer Tochter. Was hat sich dadurch in deinem Leben verändert? Vieles. Man hat mehr Verantwortung. Auch ist es so, dass du ja, so spontane Trips, wenn du sagst, du willst jetzt irgendwie kurz für 2-3 Tage, wenn Länderspielpause ist, irgendwo weggehen oder dass du sagst, du gehst jetzt abends essen, funktioniert halt nicht, weil die Kleine halt ihre Schlafenszeiten hat. Auch ja, einfach ihre Spielzeiten hat, wo du dann nach Hause kommst. Und Ding ist auch nicht mehr so, dass wenn du vom Training müde nach Hause kommst, dass du sagst, du legst dich jetzt einfach auf die Couch und machst nichts, weil die Kleine halt beschäftigt werden will. Deswegen ist es schon eine große Umstellung, aber das ist ja, das Schönste, was man eigentlich auf der Welt erleben kann. Als Familienvater stehen auch viele Kinderlieder bestimmt in deiner Playlist. Welches hört ihr rauf und runter? Also ich glaube, den Songtrack von Bibi und Tina, den kann ich inzwischen auswendig. Dann Unter dem Meer ist auch ganz beliebt bei ihr. Ja, das sind so die zwei Favorites, die sie eigentlich als typische Kinderlieder hat. Kommen wir jetzt mal etwas zum Sportlichen. Du hast 47 Länderspiele mit deutschen Juniorennationalmannschaften auf deinem Konto. An welches erinnerst du dich besonders gern zurück? Boah, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eins speziell rausnehmen würde, weil da viele Momente dabei waren. Also sei es, dass du dein erstes Länderspiel mit 15 machst, wo ich noch bei meinem Jugendverein war, sei es ja, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, das, da jetzt unbedingt eins rauszupicken, fällt mir ein bisschen schwer, weil da echt viele Spiele und Momente auch dabei waren, die man einfach nicht vergisst. Du hast in der Vergangenheit unter anderem mit zahlreichen aktuellen deutschen Nationalspielern zusammengespielt. Hast du heute noch regelmäßig Kontakt zu Werner, Kimmich, Gnabry und Co.? Mit Serge habe ich ja eigentlich nur im Verein zusammengespielt, deswegen besteht da kein Kontakt mehr jetzt. So mit Jo ab und zu noch. Aber ansonsten muss ich sagen, so aus Nationalmannschaftszeiten jetzt eigentlich hat sich das so ein bisschen in alle Wege zerstreut. Dein Vater war früher lange Zeit dein Trainer. Analysiert ihr heute noch gemeinsam deine Spiele? Das ist definitiv. ja, ich muss sagen, er nimmt nicht nur was den Punkt, den fußballerischen Punkt angeht, eine wichtige Rolle in meinem Leben ein, sondern auch generell in all meinen Lebenslagen, aber speziell jetzt auf den Fußball bezogen, war er schon immer der Kritischste. Also ich hatte ihn als Trainer 6 Jahre lang. Der hat mich auch schon mit 10 Jahren nach 10 Minuten zum Duschen geschickt, wenn ich einen richtigen Scheiß gespielt habe, in Anführungsstrichen. Und so ist es heute auch noch, dass wir einfach Spiele ja anders analysieren und er da ja einfach kein Blatt vor den Mund nimmt und das für mich einfach, für meine sportliche Entwicklung, ja immer wichtig war und auch noch immer wichtig ist. Ist der Rest der Familie Jalcin genauso fußballverrückt wie du und dein Vater? Also nur wenn ich logischerweise spiele, dann schauen meine Mutter und meine Schwestern auch logischerweise dann zu. Jetzt für meine Mutter spiele ich sowieso immer gut, auch wenn das dann nicht der Fall ist. Aber klar, wenn ich dann spiele, dann sind schon alle vorm Fernseher. Aber jetzt so wirklich fußballverrückt ist eigentlich nur mein Vater dann, ja. Könntest du dir vorstellen, nach der Karriere auch selbst Trainer zu werden? Wäre auf jeden Fall eine Option. Klar, man weiß nie, was nach der Karriere passiert, aber das steht eigentlich schon auf meiner Liste relativ weit oben, was ich eigentlich nach der Karriere machen möchte, weil ich mich da, glaube ich, gut hineinversetzen könnte. Und was für eine Art Trainer wärst du? Eher der Schleifer oder eher der Taktikfuchs? Ich will dir jetzt noch nicht zu viel verraten. Nee, ich glaube, dass man da für sich einfach seine Erfahrungen selbst machen muss. Ich glaube, dass es als ja, Trainer irgendwann mal wichtig sein wird, wie du mit deinen Spielern umgehst und dann halt auch die Idee, die du quasi als Trainer, die Philosophie, die du hast, quasi der Mannschaft dann auch so rüberbringen kannst. Zuletzt hast du 6 Jahre in der Türkei gelebt. Was hat dir dort besonders gut gefallen? Das Wetter. Also war nicht so extrem kalt, wie es hier ist. Generell waren es ja viele Erfahrungen, die ich dort machen durfte und erleben durfte. Sei es anderes Essen, andere Kultur. Es gibt da schon einfach ja, wesentliche Unterschiede. Sei es, in Deutschland hast du sonntags, ist halt einfach alles zu. In der Türkei ist sonntags einfach alles auf. Also es gibt da schon ziemlich grundlegende Unterschiede, aber es war eine schöne Zeit. Damit sind wir schon bei der letzten Frage.
Du hast das Essen in der Türkei angesprochen. Welche türkische Spezialität isst du auch in Deutschland noch regelmäßig? Oh, leider nichts, weil, also wenn, dann nur bei meiner Mutter zu Hause, aber Paderborn ist jetzt auch nicht so ganz nah bei mir zu Hause gelegen. Deswegen ist es so, das türkische Essen jetzt so die letzten Monate eher, ja, nicht so auf meinem Tagesplan gewesen. Danke dir, Robin. Gerne.